Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Es ist ein Twingo auf Bühne. Vielleicht kennt ihr den. Es ist der Twingo von der besten Freundin meiner Frau. Ja, normalerweise habe ich ja gesagt, ich mache eigentlich kaum noch Videos aus. Nee, diese Halle. Weil ich auch nicht so viel Bock habe. Das stimmt auch so. Aber da ich nicht weiß, wann ich umziehe und wenn ich umziehe, da wo sehr viel Zeit eher drauf geht, die Halle fertig zu machen und sie gerne im Februar, März zum TÜV möchte oder muss, habe ich gesagt, wir machen sie jetzt. Machen sie jetzt, wenn ich die Zeit habe. Wann muss er zum TÜV? März. Dann ist das erledigt. Wie gesagt, eigentlich, wollte ich hier kaum noch großartige Videos machen. Naja, ich bin auch alleine. Dann ist das auch ein bisschen entspannter. So, was hat der Kleine denn? Also, wenn ihr draußen Krach hört, die Arbeitsbühne oder Gerumpel oder sonst was. Wir haben den 10.10. Da ist ja die Geburtstagsparty der Tochter vom Vermieter in meiner baldigen Halle. Nein, da macht sie jetzt Geburtstagsparty. Das ist ja der Stichtag, weswegen ich ja nicht vorher in dieser Halle hätte so können müssen, ja. Und auch vorher wahrscheinlich die Wände eingerissen werden für die 6-0-Tore. Ja, mal gucken, ob im November oder vielleicht schon Oktober, wir haben ja jetzt den 10.10., es losgeht mit Wände einreißen und Tore. Soweit dazu. Was braucht der Kleine? Ölwetze kriegt er, wie ihr sehen könnt. Ölwetze kriegt er mit Filter. Dann ist Traggelenk auf der Seite, defekt, obwohl wir vor 1 oder 1,5 Jahre komplett Querlenk haben wir getauscht. Ich blende es mal ein. Trotzdem, ne, dann sieht es und hört. Und der Kugelkopf bewegt sich. Muss mal gucken, welcher Hersteller die Traggelenke waren. Ja, das ist ja wieder so ein Hersteller, wo ich sagen muss, Scheißladen. Dann haben wir Radlager hinten, defekt. Was man auch gut hört. Boah, noch schlimmer hört. Radlagersdefekt, auch hinten links. Das müssen wir machen. Das ist was ganz anderes als bei Opel, aber so schwierig ist es nicht, wenn man eine Presse hat. Was war noch? Ich glaube, das waren ja die hauptsächlichen Sachen. Dann hat sie gesagt, ABS-Lampe geht an. Also sie leuchtet jetzt dauernd. Und ich habe mal gelesen, dass bei diesem Fahrzeug die ABS-Ringe mal brechen können. So, jetzt gucken wir mal. Wir gucken und weiß jetzt aber. Hier seht ihr den ABS-Ring an der Antriebswelle. Da. Und jetzt guck mal hier an der Antriebswelle. Ja, ABS-Ring ist komplett weg. Der ist abgefahren. Ich habe den zum Glück bestellt, weil, wie gesagt, ich habe es gelesen. Müssen wir diese Seite auch noch aufmachen. Traggelenk lösen etc. pp. Und Antriebswelle lösen. Von hier, weil wir dann den neuen Ring, ich weiß nicht, ob man den aufpressen muss oder leicht aufschlagen kann, muss ich mal gucken. Der darf ja auch nicht wieder kaputt gehen. Bei meinem Glück geht der eh kaputt. Ja, und das war's, glaube ich, schon. Ich muss mal in der Liste reingucken und mal gucken, was ich hier bestellt habe. Wir packen mal eben aus, gucken, was ich bestellt habe. War ich auch schon ein bisschen was her. Ja, was her ist es nicht. Ich habe im Moment so viel im Kopf und Ohren zum Thema neue Halle. Was kaufe ich einrichten sonst? Dass ich viele Dinge einfach vergesse, was doof ist. Ja, wir packen es eben schnell aus. Dann können wir mal gucken, was hier drin ist. Und dann fangen wir an, Ölwetze als erstes. Und dann vorne alles, sprich Traggelenk, ABS-Sensor. Und dann gehen wir nach hinten. Ja, so sieht's aus. Achso, und was noch gemacht werden muss, aber vor dem TÜV, da muss ich ja sagen, im März, das kann man aber auch abseits von dieser Halle machen. Scheinwerfer müssen aufpoliert werden, auch neu. Sind total stumpf. Und eine Dichtung muss ich in der Scheibe festkleben. Der Keder hat sich rausgelöst, weil durch die UV-Strahlung hat sich zusammengezogen, der ist rausgesprungen und der hat Windgeräusche. Den nachher noch einkleben. Also wir machen erstmal komplett vorne, bis auf Scheinwerfer. Das machen wir zeitnah. Aber es sind, glaube ich, Glas und nicht Kunststoff, oder? Ne, ist Kunststoff. Gut, weil sonst in 3-4 Monaten können sie wieder leicht angelaufen sein. Da werde ich auch nochmal mit ihr drüber reden. Gut, auspacken. Wie gesagt, bestelle ich bei Autodoc. Wenn ihr den Link, Rabattcode-Link vom Markt benutzt, KTECHYT oder KTECHYT20 war es, glaube ich. Zur Not geht auf seinen Kanal. In der Videobeschreibung ist das. Kriegt ihr nochmal 3% Rabatt und unterstützt Markt damit unterbewusst, weil Autodoc sieht, alle bestellen bei ihm.
da. Das hat überraschenderweise auch nicht lange gedauert. 3 Tage war es da. Also es war neben dem Sensor für den Corsa, das Video habt ihr glaube ich auch schon gesehen, neben dem Sensor und Kühlmittel für den Corsa, die Schnellstbestellung. Ja, sehr viel. Woran sie arbeiten müssen, ist die Kartongröße so ein bisschen. So, jetzt Öl drin. Fangen wir gleich mal an. Wir haben eine Ölablassschraube neu geholt. Mit Dichtring hoffe ich mal dabei. Wollte nicht, hoffe. Habe ich mir neu geholt, weil ich nicht wusste, ob man die da rauskriegt. Wobei die jetzt drin ist, da zeige ich gleich. Eigentlich geiler ist das die. Aber zeige ich gleich mal. Das ist der Ring. Der ABS-Ring. Müsste Radlager sein. Escape. Ja, das Radlager. Dann das ist das Traggelenk von Lampförder. Dann noch ein Messer. Genau, ich habe mal ein gutes Traggelenk bestellt. Hier, Lampförder und der Benzinfilter, Ölfilter. Der, wie ich jetzt ahne, glaube ich, falsch hier. Räucherkartons für den Umzug, ne? Ja. Jetzt gucken wir mal. Öl, weiß auch gar nicht, welches ich bestellt habe. Ja. Oh, GM-Öl. Stimmt, das war das günstigste. 10W40. Reicht für den Autowagen. Ist laut Liste freigegeben, ne? Nicht direkt hier. Ne? Ja, Blaschau, was ich jetzt gerade gemeint habe. Normalerweise ist der so geformt wie die hier. Du hast Dichtring bei, was ein Beschiss. Du hast dieses Ding mit den 60-Kant hinten oder so ein Spezialwerkzeug raus, ne? Hier, dann kannst du es losschrauben normalerweise. Jetzt habe ich eine Nachrüstölwanne gehabt, das ist die drin, auch mit dem Ding, aber ein 24er 60-Kant drum. Definitiv mit 60-Kant kriegst du besser auf als mit dem Scheißding. Das war jetzt schwierig, weil das noch von der Pulverbeschichtung zusammengeklebt war, ne? Mal gucken, ob wir einen anderen Ring haben. Dann baue ich definitiv die wieder ein. Und die weiß nicht, lege ich weg. Der hat jetzt 95 Cent gekostet. Die Versandkosten zurück sind höher, als das wert ist. Das Problem ist nicht bei Autodoc. Kfz-Teile sagt, schick zurück, ist in Ordnung. Die übernehmen die Rücksendekosten. Autodoc muss immer selber die Kosten tragen. Und wenn man ein Päckchen macht, versucht so klein zu packen, wie es geht, bist trotzdem 3 Euro los. Das lohnt nicht. Vielleicht spekulieren die auch sowas, aber es ist ja auch rechtens eigentlich. Warum sollen die für irgendwelchen Dullis, wie ich es bin, der zu blöd ist, das richtig zu bestellen oder das doch nicht braucht, die Versandkosten tragen. Ne? Das macht ja die Preise noch hoch. Autodoc ist nun mal so billig. Autodoc ist nun mal so billig, weil sie solche Sachen nicht anbieten, solche selbstverständliche Serviceleistungen bieten sie nicht an. Außer du bezahlst. Es gibt ja diese Mitgliedschaften, dann hast du kostenlose Rücksendekosten, 180 Tage Zeit zurückzusenden. So wie Amazon Prime, könnte man sagen. Ne? Außer du machst sowas, haben sie nicht viel Service und eben die haben Auslandslager. Deswegen sind sie ja so billig, sonst wären sie nicht so billig. Sonst können sie den Preis nicht halten. Das ist der Grund und damit muss man leben, wenn man da bestellt. So, jetzt gucke ich nach einer eine Dichtung, ein Kupferring für die Ablassschraube, drehe die rein und guck mal wegen den Ölfilter, ob wir den richtigen haben. Ich hoffe. Ja, sonst ist es doof. Mal Ölfilter war falsch. Der hat einen Einsatz statt eine Metallpatrone. Der Filter sah jetzt aber auch nicht so schlimm aus. Ich werde dir einfach sagen, in 10.000 Kilometern machen wir nochmal einen Ölwechsel. Bis dahin soll der Filter sich nicht zusetzen. Dann geht es auf meine Kappe, der Filter. Es wird schon nicht so schlimm sein. Ist ja kein Hochleistungsrennmotor. Ja, was wir sehen, wenn man natürlich den Deckel hat. Mann, ist das Erstes? Den braunen Schleim. Und das da im Einfülldeckel. Und da denkt man direkt sofort, oh ne, Kopftisch ist kaputt. Peitschlauch habe ich gerade rausgezogen. Da ist nichts dran.
Das ist Kunststoffventildecke. Und wenn man viel Kurzstrecke fährt, sie fährt ja nun mal viel Kurzstrecke. Gut, die ist jetzt mit der Autobahn hier hingefahren. Aber alles, was da verbrennt, ja nicht. Ne? Jetzt kommt frisch Öl rein. 4 Liter kommt in den Moped rein, in das Moped rein. Total ja, heftig, finde ich. Sonst die Opel 2-Liter-Motoren kriegen 4,5 Liter, egal. Ich hau jetzt 4 Liter rein, dann ist das fertig. Und dann machen wir jetzt vorne die Achse. Draggelenke raus, ist sau einfach. Habt ihr ja auch beim Querlenkertausch gesehen, wir haben hier zwei 17er-Schrauben. Die löst ihr, vorne 17er lösen. Habt ihr jetzt schon in der Hand. Viel schlimmer ist, wie gesagt, das ist 1,5 Jahre alt, hört mal. Man merkt richtig, wie es innen drin schleift und... Hä? Man kann es rausziehen leicht. Der ist kaputt. Ja, mal gucken, welcher Hersteller das war. Kann ja nicht sein, so eine Scheiße. Naja, wo ist das Neue? Ja. So, neue, fangen wir mal aus, vergleichen wir mal. Einbau vergleichen. Schrauben sind alle dabei. Ja, ist das gleiche. Bin ich mal gespannt. Die Schrauben sind alle neue dabei. Müssen nicht die alte Kacke verwenden. Kann die wegfeiern. Kann mir jemand sagen, wofür dieses Plättchen hier ist? Ich glaube, ne, zur Ausrichtung im Schlitz. Ah, jetzt sehe ich es. Es kommt so drauf. Hier hinten ist diese Pümpel für den Schlitz. So war's. Ach, so war's, ich entsinne mich. Müll. Wie gesagt, das habt ihr schon im Draggelenk-Video gesehen. Dann muss ich jetzt nicht mal ausführlich zeigen, auch mit Drehmoment etc. pp. Wir sehen uns nachher auf einer Seite wieder wegen dem ABS-Sensor. Und das Interessante wird hinten sein mit dem Radlager. Aber, ne? Sehen wir uns gleich. Ja, wie schon, ne, Draglenker und lösen. Hier fährt der ABS-Ring komplett. Ich sitze eigentlich hier drauf. Und da sieht man den Sensor, der da so reinguckt. So. Ne? Da oben seht ihr den Sensor mit dem Kabel, der reinguckt. Hier fährt der komplett. Ich habe aber jetzt auch hier gesehen, auf dieser Seite. Der ist auch locker. Ich habe auch nur einen bestellt. Scheiße. Ich muss auch nochmal neu. Der ist nicht hier irgendwo, der ist hier unten gebrochen. Ja, und deswegen ist er ein bisschen locker. Na, wir werden das auf der anderen Seite, das, und hier reißt auch schon die Manschette wieder. Alter. Dieses Auto. Alter, ey. Ja, Arztmanschette, noch ein ABS-Ring. Scheiße. Ja, guck mal, wenn wir den da drauf kriegen. Vielleicht hat er ja schon erstmal weg. Und ja, hier müssen wir noch einen holen. Ah, das ist er übrigens. Versuchen wir mal sanft drauf zu kriegen. Neuer ABS-Ring ist drauf. Wir werden mal gucken wegen der anderen Seite. Vielleicht geht jetzt schon die Lampe aus, aber der ist gebrochen. Also werden wir noch einen bestellen und dann nochmal die Seite da aufmachen. Geht eigentlich relativ schnell. Was ich auch gemerkt habe, ich schaue, die Domlage hat auch. Ne? Guck mal. Seht ihr das? Vor allem, hört mal. Naja, muss mit dir reden. Das muss auch noch. Denk mal von TÜV neu. So, das ist jetzt anders als bei Opel. Gut, wir haben auch eine Zentralmutter gleich unter dieser Fettkappe. Aber ja, es ist so ein großes Radlager eingepresst wie bei Opel, eine Vorderachse. Anstatt so Wälzlager. Ja, es gibt unendliche Videos darüber eigentlich schon im Internet. Somit erzähle ich eigentlich nichts Neues und deswegen machen wir das ganz kurz. Jetzt müssen wir hier dieses Käppchen runter, oder? Mal gucken. Plopp! Jetzt haben wir die Zentralmutter. Rostlöser reinjagen die ein bisschen. Roter. Komische Nuss. Haben wir hier mal 24. Zu klein. Die vorne auch 30. 30er. Ich habe, denke ich mal, neu. So, jetzt wird es interessant.
Jetzt muss die Trommel runter. Ist ein bisschen fummeln und spielen. Weil hier sehen wir schon den Sprengring vom Lager. Jetzt ist Fummelsarbeit. Ich weiß nicht, ob man die zurückstellen kann, aber der hat hier nirgendwo einen Gummipuff. Heute hast du hier hinten so eine Gummiöffnung, also einen Puffer, wo man reingreifen kann, um die Belege zurückzudrehen. Aber der hat hier nichts. Oder ich bin nur zu doof. Naja, bis jetzt alle, die du gesehen hast, die haben das immer runtergezerrt irgendwie. Da werden wir das auch beschäftigen. Wenn wir die runter haben, gucken wir uns das Lager an und dann sind wir auch schon bei Presse, war ein Auspressen. Oh, wir müssen jetzt als erstes. Hier ist so ein Springring. Mit zusammendrücken müssen. Dann das erste raus. Sand, kann das Lager nicht auspressen. Ja, Gott. Scheint ja ein bisschen eingegangen zu sein. Eine Seite geht, die andere. Ah, jetzt. Ist die abgebrochen? Scheiße. Ja, Billigkram hat, wa? Hat dann knippelt. Mit Spitzzange zusammengedrückt. Und jetzt haben wir die Scheiße. Tut die raus. So, mal gucken. Ich hoffe, das Druckstück. Es ist kleiner. Ich habe es am Radlager getestet. Aber ich hoffe nicht, dass ich das jetzt da reindrücke. Nämlich nur Ahnung. Ja, wird doch. Gucken wir mal, was passiert. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Das andere Druckstück war zu groß, das hat sie eingearbeitet. Das sind Alu-Druckstück, was ganz gut ist, weil damit machen wir das Material nicht kaputt, wo wir aus- oder einpressen wollen, weil wenn wir mit so einem Stahlding da Schlagnuss, was soll man dran gehen würden, dann könnte es sein, dass wir hier die Trommel beschädigen und dann passt da kein Radlager mehr vernünftig rein. So geht nur das Alu-Druckstück kaputt und gut ist. Wir haben jetzt ein kleineres, das sitzt nicht am Rand, sondern im Innern. Mal gucken, ob wir es komplett rausgedrückt kriegen. Je nachdem, wenn wir den äußeren Ring haben, pressen wir vielleicht das neue Lager mit dem alten ein. Das ist dann nicht auch immer ganz gut. Oh. Und das mit der. Schreckt man sich immer. Nein, aber das ist auch gut mit der Druckanzeige. Wenn wir es nachher einpressen, wir pressen es ja andersrum wieder ein, dann kann man ungefähr sehen, wie er am Anschlag dran ist, dass wir da nicht weiter reindrücken. Aber jetzt drücken wir mit 3 Tonnen. Das geht eigentlich ganz gut. Das ist jetzt gleich voll auseinanderfahren. Raus sind. Jetzt drücken wir mit gar keinen Tonnen mehr. Da ist es. So. Ja. Das ist gerade auseinandergefallen, kann das sein? Ja, da hinten liegt die andere Hälfte. Ich sammle mal im ein. So, Erklärbär. Normale sind Werbung. Hier sind so 2 Wälzlager drin. Die werden gesichert. Hier. Sicherung, Staubschutzmanschette. Deswegen darf man ja auch nicht dieses Lager einpressen auf diesen Rand hier. Also in dem Sinne auf dem Lager an sich einpressen. Dieser neue, also nicht hier drauf, weil dann würden wir es kaputt machen. Seht ihr, auseinandergedrückt. Wir müssen es hier auf den Rand eindrücken. Und deswegen verwenden wir gleich einfach auch das hier zum Einpressen. Und zwar sitzt das jetzt so tief, dass wir nicht anfangen, die anderen Schalen mit einzupressen, sondern dann sitzt sie ja dran. Ja, machen wir mal gleich. Ah, weiter geht's. Ausrichten. So. Oh, haben sie nicht spritzt, klappt sie nicht fest. Ich habe schon fast alle erzeugt. Das nachher gründlich sauber machen, weil das darf ja nicht.
Wie rum ist eigentlich egal, ich mache aber die Schrift nach oben. So. Flop. Dann pressen wir das jetzt einfach dem neuen Lager ein. Ich muss ja gleich auf Druckanzeige achten, wenn die nicht hochschießt, dann wissen wir, sind am Anschlag. Dann können wir kontrollieren, indem wir den wieder rausnehmen. Super. Ja, da. Hinlegen. Das flutschig hier. So. Die Presse und die Druckstücke übrigens nehme ich mit in der neuen Halle. Die haben wir schon mal. So. Ich kann das Paket nicht kaufen. Nur aufpressen, aufpressen, genau, aufpassen, wenn nicht zu tief gehen. Und das alte Radlager mit einpressen. Ah, hat sich anders angehört. Der Druck ging gerade hoch. Na komm. Ja, es ist reingesprungen. Und habt ihr den helleren Ton gehört? Das war's. Der ist dann in den Sitz reingesprungen. Und dann ging auch nicht der Druck auf über 5 Bar hoch. Dann wusste man, es ist drin. So, hat man auch so richtig drin. Sehr gut aus. Ja, ich würde so lassen. So, Druck von dem ablassen. Tut nicht gut, wenn die ganzen Hydraulikzylinder dauerhaft unter Druck sind. So, hier oben sehen wir den Nachsteller, typisch über Opel. Versuchen wir mal ein bisschen zurückzudrehen. Damit wir die Trommel gleich einfach mal drauf kriegen. So, das geht. Gab es echt kein Loch, wo man gucken konnte. Da gibt es kein Loch zum Zurückstellen. Ist das ein Schein? Guck mal, das geht. Tut sich ja gar nichts. Lass mal lieber, fällt das gleich noch auseinander. So, Trommel ist innen gereinigt. Setzen wir sie einfach mal wieder drauf. Ja, Finger. So, jetzt müssen wir Radlagerspiel andrehen. Neue Mutter natürlich. Selbstsicher dann neu. Da muss ich mal gucken, wie viel Newtonmeter die krieg. Hui. Okay. 165 Newtonmeter. Jo. Ohne sind übrigens 250 Newtonmeter, die anzupellen. Der hat mich interessiert. So. Hat Käppchen drauf. Alle sind neu dabei.
absolut gesund an, aber der meiste Belag, der jetzt noch schleift. Aber sonst tritt sie ja komplett frei. Gut, Rad drauf anziehen, fertig. Das war dieses Video. Wir haben jetzt soweit also erledigt, was wir machen sollten. Ja, ich denke mal, Auto werden wir trotzdem nochmal wiedersehen, weil Domlager müsste, denke ich mal, neu von TÜV noch. Dann kann ich zur Not auch in der neuen Halle dann machen. Ist ja überschaubar auch. Ich denke mal, bis März sollte schon fertig sein, die Bühne aufgebaut haben. ABS-Sensor links, Domlager links, muss gemacht werden und dann nochmal ein Ölfilter. Dann sollte das Ding also TÜV gehen. Ja, und Scheinwerfer polieren. Das muss gemacht werden. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es kein Opel war und was ganz anderes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und denkt dran, liken, teilen und kommentieren. Tschüss.